Hallo meine Mittwochzweifler, MittwochzweiflerInnen, willkommen zu einer neuen Folge von Mario Wonder. Letztes Mal haben wir die Welt 1 weitergemacht, haben einen guten Teil abgeschlossen letztes Mal. Und jetzt sind wir hier angekommen bei einer kleinen Kreuzung. Ja, fällt nicht das richtige Wort ein. Und wir werden jetzt mal mit Klimmsprung 1 anfangen. Und hoffentlich auch heute die ganze erste Welt überhaupt abschließen. Das ist auf jeden Fall mal das Ziel. Das heißt, wir schauen jetzt noch an, alles abzuschließen, was hier in der Gegend ist. Und dann machen wir uns halt Richtung Schloss. So, springen gegen eine Wand und drücke dann B, um halt direkt nach dem nach oben zu springen. Jojo. Puff. So, ein Pilz. Plus ein Klimmsprung war nie so einer der Fähigkeiten, die ich gerne benutzt habe. Aber ich kann verstehen, wenn man sie benutzen würde. Als Spieler, weil sie jetzt wirklich sehr praktisch kann sein. Das ist so für Rettungsaktionen, wenn man kurz ist so, oh, ich glaube, ich fall runter. Okay. Zack. Oh. So, zack. Und dann noch die letzte Münze, die sich wahrscheinlich da oben befindet. Okay. Eps. Was für eine Sprungkunst. Und zack. 1, 2, 3, hopp. Und voilà, das war's auch schon. Okay, halt ziemlich kurz. Ich glaube, Dings jetzt seit der zweiten Folge angepasst, dass jeweils die Levelnamen halt per Kapitel eingeteilt seid. Das heißt, wenn ihr für ein bestimmtes Level oder so irgendwie hier seid, dann könnt ihr direkt dahin springen. Habe ich auch jetzt beim bei der ersten Folge angepasst. Und jo. Also, dass das ziemlich übersichtlich dann ist. So, das war relativ einfach und toll gemacht. Und jetzt haben wir so. Und wir haben sogar das Upsash, das du gerade verwendet hast, geschenkt bekommen. Soll ich es anlegen? Nee, danke. Ich bleib bei der Flugkappe. So, dann gehen wir hier weiter. Weil da haben wir noch ein paar weitere Level. So, Röhrendickicht im Sumpf. Ich weiß nicht, ob es dieses Level ist oder das oben rechts. Aber da ist, ich glaube, ist die Wunderblume oder ist es eine Münze? Ich weiß nicht. Einer von den zwei Collectibles auf jeden Fall ist ziemlich dreckig versteckt. Irgendwo hier halt bei den Leveln. Ich weiß jetzt nicht, ob es dieses Level genau ist jetzt spezifisch. Könnte sein, muss nicht sein. Viel Spaß. Okay. Das hatte ich gewollt, aber okay. Zack. Elefant. Am besten alles abchecken. Aber ich würde mal noch nehmen, weil ich auch nur einmal Kontakt damit mache mit dieser Flüssigkeit da unten. Dann war's das. Ich glaube, wir müssen die Röhre da einführen. Aber am besten vielleicht den hier eliminieren, weil ich glaube, der will die ganze Arbeit wieder zunichte machen. So, hier, zack. Das bringt uns dann da hinten hin. So. Münze! Yes. Erster Besitz. So, noch zwei weitere und die Wunderblume. Lalala. Zack. Ich habe gerade keinen getroffen. Jetzt aber. Okay, ich kann dich bewegen und wahrscheinlich ist dann hier etwas. Okay. Ah, da ist der zweite. Und da ist auch der erste Gegentreffer. Ich hatte kurz Sorgen, dass ich runterfalle, um ehrlich zu sein. Eigentlich kann ich wieder zurück die gleiche. Keine Sorge, wir sind auch schon weg. Boah, sie sind ziemlich großzügig noch mit den Items. Ich glaube, generell überhaupt verteilt über das Spiel. Das heißt, wir sind auch wieder ganz schnell, glaube ich, in die Fahrt bekommen. So. Hier bei Münzen. Nichts Besonderes, aber kann man sich nicht zu stark beschweren. So, okay, dir ist es verdächtig, dass sie mit dieser Röhre da spielen. Ja, weil wegen dem einen Ding da schon alleine. Ja, mach dir. Danke, die Arbeit übernimmst. Schafft dir auch gut aus. Ist deine Belohnung. Ah, das war sogar gebraucht. Man muss das sogar machen, okay. Okay, da ist nix. Ich will irgendwie alle Röhren hier abchecken. Ich vertraue dem nicht. Okay, Halbzeit, das ist mal ein gutes Zeichen. Eine Münze noch und noch die Wunderblume. Wir haben erst die Halbzeit, das ist eigentlich ziemlich gut. Warte. Ich glaube, so. Und dann diese Röhre wahrscheinlich drauf, ne? Ja. Und das ist die Wunderblume. Nice. Und die aktiviert sich sogar selbst direkt. Wow. Wie kann das denn sein? Hallo. Okay. Aufpassen jetzt natürlich nicht ins Gift Dings reinzufallen, das haben wir ein Problem. Was soll das denn sein? Oh, ist es nett.
Aufpassen. Nicht den Kopf stoßen. Warten Sie auf mich! Ah, da hinten ist die letzte Münze. Die wahrscheinlich durch die Rehe verfügbar ist. Also, erreichbar. Jetzt müssen wir nur noch die Wunderblume fündig machen. Und ist gut. So, da kommt auch schon der nächste. Bitte mitnehmen, danke. Und da ist die Wunderblume. Oder Wundersamen. Ich sag mal Wunderblume. So. Ups. Und wir haben es geschafft. Nice. Okay. Nice, nice. Haben uns ein bisschen Zeit genommen, um alles zu erkunden. Und haben dementsprechend auch alles im ersten Durchlauf bekommen. Nice. Außer es gibt ein Secret Exit. Ich glaube, hier gab es keinen. Nichts. Geschafft. Schönes Detail, wenn man Wasser noch bei sich hat, dass Dings eben die Blumenbewohner, nenne ich sie einfach mal, Dings besprossen werden dann. Röhrenfels Arena. Oh, die Arenen. Stimmt, da muss man ja eine bestimmte Zeitangabe durchkommen, um die Münzen zu bekommen. Und dann hat man es geschafft eben. So, ich glaube am Anfang wird man, ja, man vollgeschossen mit Items. Ich nehme aber die Feuerblume mit. Ich glaube, die ist nicht verwerflich. Naja. Weil da kann ich schon vorschießen und sie umbringen. Ich glaube, die kann. Okay, die kann man nicht so kaputt machen. So, noch 6. So. Okay. 15 Sekunden und wir haben den ersten Raum schon durch. Ich glaube, es sind 3 Räume bei mir. Ja, stimmt, da unten rechts steht es ja. Okay, okay, so weit, so gut noch. So. Achtung. So. Okay. Komm her. Yes, okay. 34, okay, das ist ziemlich gut. Ich weiß nicht mehr, wie begrenzt das war mit der Zeit beim ersten Level. Ich glaube, es war noch nicht so extrem. So, die müssen wir jetzt in ihren Tod locken. Kommen sie her. So. Ups. Ich habe da nicht aufgepasst. Ja, jetzt müssen wir alles wieder von vorne machen. Boah, wenigstens ist Item so und keine Sorge. Oh, scheiße. Ich war jetzt so drauf konzentriert, den runterfallen zu lassen, dass ich selbst runtergefallen bin. Das ist auch eine Leistung, ne? Boah, jetzt ist mir schon ein bisschen mehr, was auf uns zukommt, I guess. Dammit. So. So, schon die zwei als erstes wegmachen. Voilà. Et voilà. Okay, ich wollte den eigentlich gerade mit dem Feuerball treffen, aber ich habe ihn als erstes zerstampft. So geht's auch. Aber irgendwie waren wir vorhin sogar eine Sekunde ein bisschen schneller unterwegs. Lol. Viel Spaß. So. Okay. Nein. Okay. Okay, ziemlich gut aber jetzt. So, jetzt einfach beim letzten aufpassen, nicht runterzufallen vielleicht. Goddammit. Aber ich glaube, wir können die auch mit den Feuerbällen abschießen. Warte mal her. Okay, aber extrem viel halten die auch raus. Okay, komm doch mal mit. Und dann du. Weg mit dir! Nice, okay. 55 Sekunden, ja, okay, ich glaube schon, dass das mehr als genug ist. Bin gespannt, was war das Zeitlimit jeweils? 108, oh, okay, das ist ziemlich gut, okay. 180, 120, 170, okay, das ist ziemlich fair. Okay. Das heißt, wir hatten noch 14 Sekunden plus ungefähr übrig. Aber ist ja gut. Dann ist alles gut. So. Weiter geht's. Auch wenn wir einen dummen Tod hatten, aber boah, das können wir jetzt halt nicht ändern, ne? So, zack. Und dann Spike Versteck im See. Senk? Ne, warte, was stand da? Im Senkröhrental. Yoshi und Mopsi allein kann Schaden durch Gegner. Probier sie aus, wenn ein Level zu schwierig ist. Ich glaub nicht, dass wir Verwendung werden haben für Dings die Charaktere. Aber wer weiß. Zack. Das hier sieht schon sauverdächtig aus. Spike, mach deinen Job. Noch mehr Münzen.
Okay. Nee, hier ist nix. Sehe auch fürs erst nichts Verdächtige. Ah, mal gerade wollen wir vom Teufel sprechen. Was ist eine weitere. Oh, deswegen ist eine weitere Röhre gekommen. Okay. Ich muss also hier hin. Wahrscheinlich so eine Münze, würde ich mal nehmen. Okay, Wasser. Ah, da ist sie. Zack. Weg mit dir. Oh, man kann die Bälle kaputt machen mit Feuer. Gut zu wissen. Das heißt, wenn mal etwas auf mich zugerollt kommt, kann ich es einfach mit dem Feuer kaputt machen. Good to know. Okay, die ist ziemlich geschenkt. Gar nicht versteckt, direkt auf dem Weg eigentlich. Uiuiui. Okay. Da bin ich fast runtergesprungen, aber alles gut. Da unten ist nichts. Da kommt man noch nichts hin. Okay, ich baue schon mal ab. So, bam. Kommen sie wieder raus. Warte, ich drehe mich noch rum, weil ich ganz fern. Bababam. Okay, die Röhre taucht nur auf, seitdem ich jetzt runter war. Okay. Dann bringt mich auch nur hier hin. Oh! Aber die letzte Münze, okay. So. Gerade verdächtig, dass diese Blume uns nach unten geführt hat. Also ist wahrscheinlich hier die Wunderblume auch. Und zack. Let's go. Es tut mir leid. Ich muss euch erschießen. Was ist das? Entkommt nicht dem Feuer. Oh, ein Pilz. Bam, 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 bam. Ich frag mich zwar, wie sie alle auf die Entwickler so auf die Ideen gekommen sind für das hier. Weil es bei wirklich schon etwas ganz anderes. Voilà. Wundersam erhalten und wir gehen wieder an die Oberfläche. Nice. So. Jetzt geht's nur noch um Abschließen. Ja, voilà, perfekt. Da ist sie auch schon. Und geschafft. Nice. Alles soweit, so gut. Bye-bye! So. Zack. Raus hier. Und ich glaube, dann haben wir hier unten alles abgeschlossen, glaube ich. Das heißt, jetzt nur noch ein kleines Secret, was ich hier kenne. Nehme ich hier. Und haben wir wieder einen weiteren Captain Toad. So, hallo. Was für ein Ort, um jemanden zu begegnen, ich finde dir nicht. Ich war so unterschätzt und hab mich gefragt. So doch irgendwann mal nach mir? Ich bin ganz verwirrt und verirrt und verwirrt. Aber wo sind wir eigentlich hier? Könnt ihr mir das sagen? Ah, das hätte ich vergessen. Ich habe nämlich 50 Blumenmünzen gefunden. Vielleicht könnt ihr bei euren Abenteuer brauchen. Ich drücke euch die Daumen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich immer mehr Voice Cracks irgendwie in die Stimme reindrücken. Aber mit dem Toad ist es, glaube ich, nicht so verwerflich. So. Hätten wir das auch abgeschlossen. Und haben hier den Teil unten durch. Jetzt schauen wir mal, was hier unten noch zu so gibt. Galopteros Stampede. Schauen wir mal. Schwierigkeitsstufe 4. Na, das wird ja etwas. Ich glaube, ich weiß aber, was für ein Level das ist. Oh je. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass er direkt geflogen kommt. Zum Glück ist er nicht gesprungen. Weil das ist ja schon zum zweiten Bad, glaube ich, war es. Nicht so gut gealtert. Und nice, wir bekommen die Wunderblume direkt sozusagen geschenkt. Aber es wird auch dementsprechend wahrscheinlich kein einfaches Level. So. Oh Gott. Okay. Okay, ich habe die erste Dings. Oh Gott, ich werde so schnell überfordert sein, ich weiß jetzt schon. Okay. Nein! Für die Blume! Für die Blume, für die Münze. Ja, okay, das ist... Boah, ich glaube, sie haben es hier im Wonder so gemacht, wenn man eine Münze eingesammelt hat, dass das gespeichert bleibt. Deswegen muss ich mir, glaube ich, jetzt keine Sorgen machen, noch einmal die erste und zweite einzusammeln. Ich glaube. Ich könnte mich auch irren. Es ist nur, glaube ich, der Wundersamen selbst, den muss man halt immer repetitiv einsammeln.
Aber ich glaube, wenn man eine Münze eingesammelt hat, dann bleibt das fairerweise gespeichert. Das ist auch sehr liebes, wirklich. Ja, voilà, haben wir es, haben wir den Beweis. Okay, das heißt, um die zweite muss ich mich auch nicht mehr sorgen und diesmal sterben vielleicht. Dann kam ich direkt, Dings, um das weiteren Verlauf des Levels zu kümmern. Okay. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo die letzte Coin ist. Ich hab's gefunden, dafür werde ich sterben. Boah, wir haben ja genug Leben, die wir opfern können. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie wie bei 3D World so eine Challenge reingehe, wo ich später bereue, weil ich mir den Todeslimit vielleicht ein bisschen zu tief gesetzt habe. Hui. Also für die, die es nicht verstehen, ich habe vor 2 Monaten fast, glaube ich, habe ich mit 3D World so angefangen auf Twitch und war mal dann eben mal gespielt. Und dann halt so gemacht, dass eine Bestrafung kommt, wenn ich es nicht unter 75 Tode eben schaffe. Also das ganze Spiel. Ja, ist nicht gut gealtert. Wir sind, glaube ich, bei 85 oder irgendwas so. Das heißt, die Bestrafung ist sicher. Und ja. Bestrafung ist halt, dass wir Mario Kart 10 Races Mod oder was auch immer, wie das Ding heißt, halt spielen. Das wird so ein Chaos. Aber ja. Okay. So, geschafft. Und wenn man dann noch den Elefanten hat, keine Sorge, das Gift kommt nicht komplett hoch, kann man hier, und ich glaube, das bringt uns zu einem Secret Exit. Ich glaube mal. Ja. Oh, bringen Sie mich mal nach vorne, danke. Ja, Secret Exit. Nice. Deswegen habe ich jetzt auch die ganze Zeit im Level nicht den Elefanten ausgerüstet, eben halt, weil ich wusste, dass man noch den brauchen würde. Und ja. Und hätten wir schon mal den zweiten Wundersamen. Jetzt muss man immer das Level ganz normal durchspielen. Und das mal als Ziel einsammeln. Und dann haben wir das auch durch. So. Ich glaube, es kommen nicht mehr so viel jetzt in der ersten Welt. Es ist nur noch das Level, noch ein weiteres, glaube ich. Und dann eventuell noch ein weiteres. Und ich glaube, dann war es das. Ja. Ah. So. Da noch einmal rein da. Hoffentlich kann ich meinen Elefanten beibehalten. Hoffentlich. So. Zack. Bye bye. Oh, jetzt geht's hier sowieso einfach nur ums Überleben. Keine Münzen mehr, keine Secrets mehr. Es gibt geht's einfach ums Überleben. Müssen wir was schaffen. La 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 la. Machen wir sogar eine Pilzreserve jetzt, wenn wir ihn brauchen. Hui. Oh, nächster. Danke. Scheiße, das war nicht so gut. Boah, das war es eben halt mit dem Elefanten. Aber das schlimme Leben noch, das ist nicht schick gerade. So, zack. Ups. Und geschafft. Eigentlich hätte ich diesen Samen jetzt nicht einsammeln müssen, aber okay. Oh, nur der wird gerade von Gift aufgegessen. Ja, gut. So. Oh, okay, doch mal geschafft. Aber gerade so schön verkackt oder einfach drüber geflogen, ey. So. Eingesammelt. Zack. Bam, 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 bam. Oh Gott, da war gerade ein kleiner Lag. See ya, bye bye. Damit wäre das Level auch durch. Ab zum nächsten Level dann. So. Also, Elastis im Zwiebelschwein. Ah, stimmt, das ist das Silhouetten-Level, ne? Das erinnert mich und auch ganz viele andere an Dings, die Silhouetten-Level, die man in den Donkey Kong-Teilen immer zu sehen bekommen hat. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war ein Tokyo Freeze und Country Returns, glaube ich, war das Teil eben von ein paar Level, also war ein paar Level halt zu Silhouetten-Level. Ob es in vorherigen Donkey Kong-Teilen war, ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich brauche irgendetwas, was ich nach oben kann schießen. Weil das sieht sehr verdächtig da oben aus. Ah, da haben wir einen Koopa. Und das ist die erste Münze. Good to know. Ach, schaff's hier kaputt. Ja. Warte, sammle ihn mal ein.
Ja. Oh, da sind nur Münzen. Okay. So. Nee, nehmen dich einfach mal mit. Als Absicherung. Und wie war dein Tag so? Gut. Oh, okay, es fackelt gerade. Das heißt, das klopft gleich raus. Eine Röhre. Und hier ist nichts. Irgendwie so hier? Nein? Oh, schade. Das ist auch verdächtig. Zack. Na, fuck. Das ist ein weiteres Ding. Okay, das soll wahrscheinlich einfach symbolisieren, dass da irgendwas ist. Ah, oh, hier ist offen. Okay, nice. Da ist auch etwas Verdächtiges. Ich brauche wieder einen Cooper dafür. Batz, batz. Und zack. Aktivier mal. Okay, es waren nur Münzen. Schade, statt jetzt irgendwas Wichtiges dabei. So, Item. Ja, Elefant sogar. Nice. Boing. Oh, das sieht ja gar nicht verdächtig aus. So. Wup, wup, wup. Was ist denn mit dir passiert? Gute Frage. Aber nicht nur mit. Aber nur nicht, nicht nur mit mir. Auch mit den Goombas und ich glaube jedem anderen Gegner auch. So, lass mich mal kurz die Lücke treffen. Danke. Wo ist da hoch? Ne, ich kann mich mal ducken. Moin. Okay, ich muss aufhören. Ich muss aber auch, glaube ich, mit diesem Feature aufpassen, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn ich irgendwann mal mich ducke, dass irgendwas auftaucht, was ich wahrscheinlich benötige für Links Collectibles. So. Ah, da ist die letzte Münze. Komm, stein. Muss ich mal geduckt. Oh, scheiße. Das war jetzt mein eigener Fehler. Ja, nee, so komm ich nicht hin. Ich habe ein bisschen jetzt Sorgen, um da reinzuspringen. So. Muss vielleicht hier geduckt bleiben? Ja. Okay, nice. So, noch den wundersamen einsammeln ist gut. Was? Okay. Aufpassen jetzt nicht, dass ich irgendwie noch lächerlich sterbe. Boah, jetzt können wir ein bisschen durchrushen. Wir brauchen jetzt nur noch den Wundersamen. Das sieht man auch nicht jeden Tag. Wohl war wo. Da ist der Wundersamen. Voilà, das genau habe ich gemeint. Müssen ihn runterbringen. So. Normalerweise müssen noch groß. Ah ne, okay. Das Ding ist zwar eine andere Form. Unser Elefant bleibt erhalten. Gut. Okay, das war knapp. Gut zu wissen. Das heißt, wenn man so eine spezielle Form bekommt, wie zum Beispiel jetzt diese Feder-Ish, dann hat man einfach zwei Hits, als wenn man groß wäre. Cool. Bye-bye. Das muss man sich definitiv merken. So. Noch ein Level? Yep. Ah, dann. Rein da. Mit Rolfs durch die Lüfte. Was war das noch einmal für ein Level? Es sagt mir definitiv etwas, aber ich weiß nicht mehr was. Boah, werde ich wahrscheinlich rausfinden. Obwohl doch das hier das gemeint. Okay, dann. Das war ein ziemlich chilliges Level und spaßiges einfach. Und man hat mit den guten alten Rolfs arbeitet. Und diesen Scheißwolken, die keiner mag. Tschüss. Oh, ja, okay, das hätte ich besser bedenken sollen. Hallo! So, das sieht mir schon sehr verdächtig aus. War aber jetzt nichts Besonderes. Schade! Oh, scheiße. Ja, okay, das war gerade, weil ich zu falsch war. Oh, man kann auf die springen? Okay, das wusste ich jetzt nicht. Das macht sie auf jeden Fall weitaus weniger bedrohlicher. Man kann auf die springen? Ich dachte, die wären unantastbar wie Dings Fuzzies. Aber das ist ja gut. Er ist kein Secret, nicht irgendwie so eine durchgehbare Wand. Nein? Okay. Da ist etwas. Dafür brauchen wir auch wahrscheinlich einen Rolf. Zack, runter mit dir. Braucht deine Hilfe. Ah, nicht so. So, und jetzt. Voila, erst Coin im Besitz. Okay, ich nehme an, du musst wahrscheinlich dahin, damit wir es nach oben schaffen. Yep. So, ich nutze dich mal kurz aus. Zack. Okay, das ist die zweite Coin. Und ein Elefant. Nice. Geronimo! Okay, ich habe mal nicht die Wolke gebraucht. Nice. Uiuiui. Was müssen da? Du auch.
Weg mit dir. Weg mit dir, als würden die weggeschleudert werden, wenn wir... Oh je, wo kommst du näher? Die weggeschleudert werden, wenn wir mit Infanten draufschlagen. Was ist denn hier? Das sieht mir sehr verdächtig aus. Na, deswegen auch. Okay. So, dahin. Voilà. Nein! Scheiße, jetzt habe ich ein Problem, glaube ich. Außer ich stelle mich jetzt irgendwie schlauer an, wie das bekommt. Okay, ich glaube auch nur, wenn wir so größer sind durch das Elefanten-Item, habe ich jetzt bekommen. Ich glaube, wenn wir in so einer normalen Größe, ich glaube, das wäre ein bisschen knapp geworden. So, wir haben noch nicht die Blunderblume erreicht. Die ist noch weit und breit nicht zu sehen, aber das hier sieht verdächtig aus. Ah, okay, ist ein normaler Weg. So, komm du mal mit. Ich glaube, du hast irgendwelche Nutzen für uns. Ich würde sagen, da oben hat es verdächtig ausgesehen. So, scheiße. Komm. Ja, ich würde sagen, jump. Come on. Das ist ein Checkpoint, okay. Okay. Zack. Oh, ne. So. Ah, da ist sie. Let's go. Okay. Schieße mich extrem hoch jetzt. Oder? Oh, ja, und frag noch. Ui. Wir sind im Himmel. Wow. Ah, ich müsste wabbeln, okay. Gott, ich hab mich so treffen lassen. Schaut euch doch nur meine Hitbox alleine schon an. Ich bin auf einem Trip. Und ich meine keinen Drogentrip damit. Oh, fuck you, fuck you. Ich glaube, ich gehe den oberen Weg lieber wegen dem Rolf. Okay, soweit so gut. Rolf bleibt mir vom Leib. Oder ich guess Rolfs eher, weil es mehrere sind. So. Du hast eine Sterne-Konstellation von einem Rolf einfach. Uiuiui! Das war gar knapp. Und ein riesiger Rolf. So, ich will mich dir nur ein bisschen annähern wegen den Münzen teil, aber sonst Frieden, ne? Ganz friedlich. Okay, alles gut. Und da ist auch Dings, der Wundersamen. Tschüss! Hey, kein Gegner kassiert. Irgendwie. So. Ich weiß jetzt nicht, wo wir landen. Okay, hier. Ich hätte irgendwie jetzt Sorgen, dass wir so über das, über dem Ziel irgendwie landen. Aber okay, wir sind wieder hier. Haben das geschafft. Bam, 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 bam. Und geschafft. Nice. So. Bam, 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 bam. Bye bye. Und somit müssen normalerweise nur für Welt 1 das Schloss übrig bleiben, glaube ich, oder? Glaub schon. Na, jetzt bekommen wir. Das ist sogar noch ein Level. Wirklich jetzt? Jet und Trieb 1. Okay, dann machen wir das noch einmal. Okay, das wird eben eine längere Folge. Jetzt nicht gewartet, dass hier noch ein Dings kommt. Obsession-Test. Du rennst immer mit großer Geschwindigkeit. Rennst du über eine Klippe, kannst du für einen kurzen Moment sogar in der Luft springen. Oh boy, das hier werde ich so etwas vom Timing her verkacken. Ist gut, dass das indikiert ist, wann man springen sollte. Sag ich und sterbe dann aber. Okay. Okay, muss ein kleines Gefühl dafür bekommen, aber ich glaube, wenn sobald man es hat, geht's. Voilà. Und voilà. Okay, nice. Okay. Ein Tod, aber wir haben es. Ein Tod leider kassiert, aber wir haben es am zweiten Versuch gut kapiert. So. Ba bam, bam, bam. Bye bye. So. So, jetzt müsste es normalerweise fertig sein. Jetzt haben wir nämlich den Zugang. Toll gemacht, wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast, geschenkt bekommen. Soll ich es anlegen? Vielleicht später. So, das werden wir nächstes Mal erkunden. Wir werden durchsehen, warum. Es ist noch in Verbindung mit Welt 1. Doch. Ja, das machen wir noch einmal. Vielleicht nächste Folge direkt, ich weiß noch nicht. Aber ja, schauen wir mal jetzt, was im Schloss so läuft.
So, Palast der Röhrenfelsenwiese. Let's go. Jetzt der Palast noch rein. Nicht vergessen, dass du R drücken kannst, um das Abzeichen zu wechseln. Ja, ja, kein Problem. Was ist das denn bitte? Keine Ahnung. Ich bin nicht verantwortlich dafür. Gib mir nicht die Schuld. Danke. Oh Gott. Oh, diese Skelettgummis haben wir lange nicht mehr gesehen. Was war das jetzt? Ich glaube, man hat den im New Super Mario Bros. 2, glaube ich, hat man die gesehen oder so. Das haben die schon lange kein Auftauchen gehabt. Interesting. Oh, hallo. Oh, jetzt kommen die sogar runter. Für Münzen. Geil, hat sich gelohnt. Oh, das ist so ein Lieblingsteil-Ding von Mario einfach. So eine Anreihung von Blöcken und zwei Hammerbows drauf. Das wird so oft mal toll gemacht in den Teilen. Ich glaube, zumal sind 2D-Teilen hier. So. Diese Röhre sieht mir irgendwie verdächtig aus. Okay, passiert aber irgendwie nichts. Okay, hier auch nichts. Ich werde langsam ein bisschen verdächtig. Ja, weil das ist schon die Halbzeitfrage. Wir haben noch kein einzige Coin gesehen überhaupt. Ich mag das nicht. Entschuldigt. Hui. Okay, wie zum Teufel komme ich jetzt zu dem Ding da? Muss ich da per Röhre reisen einfach, oder? Ja, scheint so. Na dann. Dann nehmen wir ein und hoffen wir mal auf die erste Münze zu treffen. Die auch chronologisch die erste ist, hoffentlich. So, jetzt bricht hier alles zusammen. So, das sieht sau verdächtig aus. Ist es auch. Bitte lass es die erste sein. Bitte lass es die erste sein. Yes! Okay. Da soll ich ein bisschen lernen, der im ersten Teil. So, aufpassen, dass ich jetzt nicht von der Röhre schlagen werde. Okay, das sieht mir verdächtig aus. Aber das ist nix? Wirklich? Okay. So, ich gehe noch einmal zurück, weil ich finde es verdächtig, dass das jetzt abgeschlossen war. Eieiei, bleibst du vom Leib. Okay. Weg mit dir. Noch ein paar Münzenteile. Okay. So weit, so gut. Jetzt dürfen wir noch diesen Wunderblumen oder wundersamen Teil abschließen. Und noch die letzte Blume eben finden. Okay, letzte Münze. Und da haben wir auch die letzte Münze gerade gesehen. Okay, ich nehme mal an die Röhre fallen lassen. Voilà. So. Oh je. Der hat nicht so ein schönes Schicksal erlitten, ne? So. Okay, und jetzt haben wir es auch schon sogar am Ende. Na dann. La 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 la. Ui. Halbzeitfolge natürlich und ein geiles Tor. Let's go. Ja, Bowser lacht, da wird wahrscheinlich mal nicht ansatzweise hier in der Gegend sein. Oh, ist egal, wir haben so gut, sowieso zwei, zwei Elefanten, also einmal im Inventar und jetzt ausgerüstet. So, was glaubst du etwa, du kannst mich aufhalten? Na gut, dann lass uns spielen. Papas Wunderkraft ist hier überall. Also, du hast absolut keine Chance gegen mich, aber es macht sicher Spaß, dir beim Verlieren zuzusehen. Ja, das sehen wir. Weil ich glaube, das ist nicht so gut genug, wenn das dann geht. Warte, kann man nicht einfach mit den Elefanten wegschießen? Was für ein Witz. Ich kann sogar mit dem Elefantenschwanz einfach wegschlagen. Wie geil. So wie eine Pest, dafür so verpiss dich. Ich weiß nicht, ob das wirklich helfen wird gegen mich. Zumal, wenn du es nicht so kleiner machst. Boing. Boing. Komm her. Ey, da wird so eine kleine Pest, kann ich den rumschmeißen. Wenn ich ihn jetzt als kleinen Elefanten kann umschmeißen, dann lache ich. Oh mein Gott! Ich kann das sogar spammen! Komm her! Okay, dann... Okay, scheiße. Oh Gott, wie schnell bin ich denn bitte? Da war's da! Na, schön verkackt. Yes! Batterieleistung lässt nach, oh, scheiße. Oh, das war's mit dir. Ich hatte leider meinen Elefanten verloren bei der großen Phase von dir. Aber die anderen Phasen durchzuspielen, damit hat Spaß gemacht. Oh, was für ein Witz, ey. So, gib das mal her. Königssamen eingesammelt. Abgeschlossen. Palast der Rohrenfelsenwiese.
So, jetzt ist wahrscheinlich auch dieser Palast im Hintergrund gleich befreit. Yep. Voila! Und so gelang es Toadette und dem Prinzen, den Palast zurückzuerobern. Mit dem gerettigen König zusammen wenden sie sich wieder Bowser zu, der mit dem Schloss verschmolzen ist. Können sie Bowser aufhalten, bevor seine finstere Pläne in die Tat umsetzt? Oder sehen wir? Bis später! So, Speichervorgang. Geht jetzt Toadette automatisch nach rechts aus der ersten Welt raus, oder? Oh! Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle wundersamen auf der Röhrenfelswiese gefunden. Zur Belohnung hältst du 100 Blumenmünzen. Nice! Das heißt, wir haben wirklich alles direkt eingesammelt bekommen. Nice. Und ja, wir scheinen automatisch weiterzugehen. Okay. Die Blüteninsel liegen direkt vor uns. Dieses wunderschöne Archipel ist das Herz des Blumenkönigreichs. Los, schnappen wir uns diesen Bowser. Lass mich bitte selbst auswählen. Nein, nein, bitte nicht. Nein! Oh, das sieht cool aus, aber die Oberwelt hier. Blüteninseln. Ja, ich würde das eigentlich mit im nächsten Part erst anfangen. Aber ich werde hier automatisch gezwungen hinzugehen. Alter, gestern schmeiß ich das noch rein. Dieser Bowser muss doch irgendwo hier stecken. Hey, ist das etwa? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der müsste ein bisschen auffällig sein. Hehe, meine Piranha-Wolken werden alle Stören für ihn fernhalten. Also kann ich mich ganz drauf konzentrieren, jedes noch so kleine bisschen Wunderkraft zu sammeln. Sobald ich genug für ein großes Wunder habe, wird die Welt mir gehören. Ich stimmt die doch immer auf selbst. Das ist ja furchtbar. Können wir denn gar nichts tun, um ihn aufzuhalten? Boah, ich kann mir gut vorstellen, dass die Königsamen was helfen können, ne? Was passiert denn jetzt? So, ich nehme an, weil unser Königsamen blau ist, wird doch wahrscheinlich die blaue Piranha-Wolke zerfetzt. Voila. Und weg mit dir. Absorbiert. Was ist denn die... fuck. Wie? Wo ist denn die Piranha-Wolke hin? Was habt ihr getan? Wir haben sie abgesaugt, uhu. Hey, voilà. Job erledigt. Also, so zu einem Sechstel. Solche Macht? Nur durch einen einzigen Königssamen? Aber natürlich, das ist die Antwort, die wir gesucht haben. Ich muss dich um etwas bitten. Einen sehr großen Gefallen. Würdest du mir helfen, mehr Königssamen zu finden? Sie sind unser größter Schatz und ich glaube, dass wir mit ihrer Hilfe das Blumenkönigreich retten können. Die Königssamen werden die Piranha-Wolken vertreiben, die Bowser umreisen. Wenn uns gelingt, sie alle loszuwerden, können wir Bowser erreichen. Kein Problem. Ich freue mich also. Vielen Dank. Gut, dann sollten wir zugleich zu Wölkischen Gebirge nördlich von hier aufbrechen. Es gibt einen Königssamen im Palast und seinem Gipfel. Oh, schlug auf. Entschuldigt. Hui. Das machen wir dann nächstes Mal. Ich muss jetzt ein bisschen uns durch die Blüteninsel kämpfen, um zu der zweiten Welt zu kommen. Aber das machen wir dann eben nächstes Mal. Und wir werden auch schauen, nächstes Mal dieses komische Gebiet auszuchecken, was sich oben bei Welt 1 freigeschattet hat, nachdem wir ja alle Level da in der Richtung abgeschlossen haben. Ja, aber das und wahrscheinlich noch vieles mehr nächstes Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir definitiv. Also das Spiel macht wirklich sehr Spaß. Ich komme definitiv nicht über das Spiel beschweren bisher. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.